Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir das Castle von Welt 3 abgeschlossen. Und nun geht es auch schon weiter zu einer Insel. Was ist das denn hier? Da kommt einfach ein Zirkus runter. Einfach ein Zirkus. Let's go. Und wir müssen es sogar machen, ja. Wir werden sogar hier geknechtet. 3B von Zischel gewährt eine Audienz. Was nehmen wir hier denn? Toad. Ist irgendwo was? Hier. Eine Miau Miau. Okay, was soll denn das hier sein? Hier, das ist eine Überraschung, ne? Einfach eine Battle Arena. Ein fetter Wurm. Ja, die Mucke ist hier ziemlich geil. Wir müssen immer bei diesem Affen hochklettern. Und dann, bam, ihm auf den Dölz hauen. Und dann immer hier den Stein ausweichen. Also es ist nicht so schwierig. Und klettern, klettern, klettern. Ja, und nicht runterfallen am besten. Hä? Ich habe nichts gedrückt gehabt, als ich oben war. Meine Frage ist, wo bin ich hingekracht? Lol. War ja klar, dass ich wieder fehlen muss, ne? Also, ne? Das ist ja wieder ganz bekannt nach mir, ne? Okay, ich glaube, Toad war vielleicht nicht die beste Wahl, weil er so schnell ist. Ja, wir haben schon 100 Leben, wie ihr seht, ne? Also. Und bam. Kann doch nicht so schwierig sein. Aber das ist auch eine kleine Überraschung hier, dass hier so ein Boss kommt, nicht? Okay, da darf ich wohl nicht hoch, weil der macht beißi beißi. Und bäh! Verbrünzel dich. Geld. Und ein grünen Stern. Und eine Röhre. Aber coole Abwechslung, mal ein bisschen andere Bosse noch hier. So muss es doch sein. Und bam. Schönes Ding. Der Fail hätte nicht sein müssen, sind wir ehrlich. Das war Epic Fail. So, dann geht's jetzt in die nächste Welt. Und zwar, was ist das hier? Wieder so eine Gebirgswüstenwelt. Es sieht ja wieder so ein bisschen ähnlich aus wie Welt 2. Aber eher mehr Gebirg. Aber wenn wir uns das hier anschauen, schon eher mehr Gebirge wie Wüste. Aber ist ja auch ziemlich egal in dem Spiel. Und hier können wir schon mal alles einen Überblick schaffen. Aber ich würde sagen, nicht lange rumschnacken. Wir gehen direkt rein in Krabbelel. Wer ist es? Krabbelei im Canyon. Und wir spielen nochmal mit Mario. Dun, dun. Kann man die töten? Mit Katze, glaube ich, ne? Jawohl. Okay, da drinnen ist nichts.
immer irgendwo da in die Lücken schauen. Vielleicht ist da ja was drin. Das ist ein Pixel-Luigi. Okay. Ist hier oben vielleicht was? Also ich muss zumindest hier oben weiter, oder? War jetzt da vielleicht gerade noch was? Ich hoffe nicht. Ansonsten wissen wir ja wo. Das sieht mir sehr obvious aus. Jawohl. Und ich habe schon gesehen, dass da hinten noch was ist. Ich will einfach kurz diese Keks töten. Aber das sieht mir sehr auffällig aus. Jawohl. Und das ist der erste. Perfekt. Super, dann läuft es ja wieder sehr, sehr schön. Und hier können wir uns nochmal anschauen. Da ist ein Grünstern. Und da unten ist eine Röhre, also nicht verraffen. Okay, wie auch immer ich das gemacht habe. Okay. Also, ist es ein bisschen schwierig. Digga, was zum Teufel? Kann ich nicht irgendwie einfach sagen, ja, ich kletter da jetzt hoch? Doch, machen wir. So. Geschafft. Ich muss wirklich sagen, es freut mich, dass das Let's Play bei euch immer noch so super ankommt. Weil hätte ich nicht gedacht, dass ihr bei so einem Let's Play so lange durchhalten würdet. Aber ist so. Hä? Alter, was? Willst du mich verarschen? Was sind heute für komische Fails dabei? Die sind so unnötig. Wir haben eigentlich alles, ne? Im Level. Meine Frage ist dann, was ist da unten? Ist da unten denn nur Geld dann? Was wir ja da vorne gesehen haben. Gib mir bitte eine neue Katze. Wir speeden ein bisschen. Und diesmal bitte nicht solche unnötigen Fails. Okay, alles grün im Bereich. Wir gehen so runter, hier rein. Und hier ist nur Geld, oder was sehe ich hier? Ja, hier ist nur Geld. Okay, aber es war ja auch viel zu einfach, wäre da was gewesen. Sind wir ehrlich? Nice! Das läuft ja super hier. Aber der Fail, also heute hatten wir zwei Fails und die hätte es nicht gebraucht, wenn wir ehrlich sind. Und es geht direkt weiter, der Sumpf der Kriechpiranhas. Und wir sind klein. Am besten können wir uns eigentlich gleich mal umbringen. Nein, Spaß. Wenn wir hier nur einen Pilz bekommen. Aber auch cool. Und diese Viecher, da kann man drauf hüpfen, dann werden die kleiner. Ja, ich wollte das eigentlich demonstrieren. Hier. Zack. Zack. Und dann sterben sie auch schlussendlich. Und bam! Jetzt kann man auch so drauf knallen. Oh, das ist knapp. Oh, sag mir jetzt nicht. Oh, weh. Oha. Hat gut funktioniert.
Jawollo. Ist hier was? Was, man kann die damit hitten? What? Ist ja easy dann. Und hier unten leuchtet es mir. Ja. Ich wollte gerade sagen, hier unten leuchtet saugrün. Das muss ja fast. Okay, das sieht mir auch ziemlich offensichtlich aus, dass hier oben was sein muss. Oder? Ja, an Stempel. Aber hat es da unten gerade grün geleuchtet? Das leuchtet mir schon ziemlich grün da unten, ne? Ah, ich kann auch so gucken. Nee, da ist nichts. Okay. Ist auch nichts. Ja, dann. Wow! Ein Dingblock. Komm, gib mir was Gutes. Das ist... würde ich jetzt nicht als gut bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Bam! Ich muss sie einsammeln. Ist egal. Ist ein Grünstern. Ist wichtig. Wir haben nämlich alles in einem Level. Wir müssen doch beenden. Hä? Das Gift one-hitted der. Das habe ich verrafft, glaube ich. Ups. Ja, ja, ja. Da wollte ich ein bisschen speeden. War aber dann eher ein Misserfolg. Und jetzt sagt mir nicht, dass ich hier rumfehlen muss. Ich hole mir gleich dicken Item im Itemladen, Alter. Oder ich kriege hier was Gutes diesmal. Ja, ein Stern ist nicht schlecht, aber ist nicht das, was ich wollte. Was ist das wieder für ein unnötiger Fail? Es ist doch so unnötig. Boah, das war aber skillig jetzt. Also gleich nach so einem Feld direkt so ein Skiller hier. Komm, jetzt gib mir mal was Gescheites. Jawohl, genau sowas möchte ich haben. Das hier erleichtert mir natürlich das Spiel eindeutig. Mit dem Tanuki drüber schweben. Jetzt haben wir hier die größten Vollkeks und Noobs, aber sonst schaffe ich es wohl nicht, weil ich schlecht bin. Was? Nein! Nein, ich muss das Level nochmal machen. Ich habe die Fahnenstange nicht erreicht. No way. Ja, gut. Na dann. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich an der Stelle. Oder, nee, das muss ich euch ja nicht mal zeigen. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann möchte ich euch jetzt das jetzt nochmal hier zeigen. Und zwar muss man das, glaube ich, mit einem Weitsprung. Nein, muss man es nicht. Meint es denn? So. Macht man das einfach so am besten. Das war wirklich die erste Flagge, wo ich sagen muss, okay. Verkackt, aber richtig. So, jetzt haben wir aber auch Items, dann muss ich auch nicht zum Item laden und dann gehen wir hierher und das ist aus dem Weg, Karumpelbande. Bam und zack, war es schon oder was? Ne, ich wollte gerade sagen, das wäre ja ein bisschen... Ach so, müsste man das machen. Ich wollte gerade sagen, es ist auch nur einer da. Wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Trotzdem haben wir uns treffen lassen, weil wir scheiße sind. Jawohl. Bam. Wieder zwei Level zur Auswahl.
wo ist denn diese Welt? Da ist noch ein Haus, noch ein Fragezeichenhaus. Ja, machen wir noch ein Level? Ja, komm, scheiß drauf. Wir machen noch eins. Let's go! Tanz in der Wolkendisco mit Peach. Mit Kirschen. Und das ist so, immer wenn die Musik bim 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 macht, wechseln sich die Blöcke. Also. Ich glaube, Peach war hier eine gute Entscheidung. Bin ich ehrlich. Alle hier ins Eck sammeln. So. Oh nein! Dun, 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 dun. Ja, okay. Weiter, weiter, weiter. Das läuft gerade ziemlich gut. Dad! Dodgen! Jawohl. Da war wohl irgendwo was. Hier ist was. Okay, da ist aber nichts. Vier Peaches. Jetzt wird's wild. Bim, bim, bim. Okay, Peach war hier echt eine gute Entscheidung. Alter, wie viele Peaches wir haben. 5 Stück. Wir brauchen hier sogar 4 mindestens, um diesen Stempel hier zu bekommen. Also es ist nicht ganz so einfach, den zu bekommen, muss man sagen. Jawohl, irgendwie so kann man das retten. Okay, nicht sterben, Peach. Bim, bim. Aber irgendwie haben wir nur 2 Grünsterne. Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, tötet den Keck. Death! Go to hell! Nein, nicht runterspringen, Peaches! Wir müssen uns alle sammeln, versammeln hier. Okay, was ist hier drin? Hä? LOL? Ich habe keine Rollattacke gemacht. LOL. Ja, genau. Das muss ich jetzt mit einer Peach machen. Alter, ich hab's noch geschafft. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die letzte Starcoin jetzt noch, also die letzten Grünsterne noch bekommen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Schluss noch eine brauchen oder welche brauchen. Ja, ich sehe es ja auch schon. Kann ich mich umbringen gehen und ich krieg vielleicht da oben irgendwo noch eine. Ich brauche nur 2. Also es macht mehr Sinn, mich jetzt hier umzubringen, wenn wir ehrlich sind. Weil ich krieg. Ja, irgendwo hier müsste es ja noch eine geben. Ja, gibt es ja auch. Ich habe ja voll verrafft. Hier gibt es nämlich eine. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. So, und jetzt bitte nicht hinten und dich irgendwo von einem Keck treffen lassen. Weil es gibt sonst keine mehr. Es gibt nur diese beiden. So. Okay, runterrutschen. Ich darf die Kamera nicht ändern. Hallo, Kamera. Ey, ist das scheiße, die Kamera. Ist die Kamera schäbig? Schmutzig. Danke sehr. Ja, scheißegal. Ja, scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß da drauf. Wir haben alles. Alter, ich bin fast zu früh gesprungen. Und das haben wir abgeschlossen. Jawohl. Schön, das ist ein, das die Level gefallen mir, aber ich glaube, das kann noch richtig schwierig werden mit den Blöcken. Aber dann würde ich auch ganz klar sagen, das ist das für den heutigen Part war. War wahrscheinlich wieder mal ein längerer Part, aber
Wegen diesem Zwischenboss da, wegen dieser Schlange da. Würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt, wir gehen wieder in der Spielo drehen. Bis dann. Ciao.